Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Dark Souls 3. Okay. Kämpfen wir mal hier weiter. Ich habe bloß einen kleinen Cut gemacht. Ich spiele natürlich am gleichen Tag weiter, aber ich habe einen kleinen Cut gemacht. Weil. Ich da leichter rendern kann. Komm da. Das ist nicht die Kunst zum Abmessen. Und Spielmechaniken muss ich noch ein bisschen lernen. Zum Beispiel, wenn man die Kunden hier anvisiert. Abmetzeln. Und zweimal daneben. Kann man aufhalten oder geht das auch so? Wenn man aufhält, kann man den Finish machen. Gut zu wissen. Merken wir uns, merken wir uns, merken wir uns. Die Kisten sind respawn, komischerweise jetzt mal. Der hat es komischerweise nicht funktioniert. Ab. Ich weiß, kann ich bei dem den Finisher nicht anwenden. Okay, die Tür können wir ja nicht öffnen. Also geht's mal hier weiter. Ah, natürlich auch noch klettern. Ich spiele zwar mit PlayStation Controller, aber ist ja auch noch klettern. Mittlerweile der PlayStation Controller offiziell nicht funktioniert am PC. Ja, ich bin ein bisschen konzentriert, deshalb rede ich manchmal nicht. Das ist ziemlich, mich ganz schön anstrengend. Noch einer dabei in der Zelle.
Ah, da sind noch zwei Typen mit Schäden. Ja, das bin ich. Ah, die Kamerasteine. Wollen wir uns dort... Ah gut, immer die Typen vergessen. Aber nicht. Das hier oben. Okay. Wie gehen sie wieder? Bleib jetzt da sitzen. Meine Meter, ey. Augenwinkel gesehen. Nachdenken. Das ist gemein. Der ist ziemlich gemein. Wohin soll ich? Griff haben wir jetzt auch gelernt. Geht halt so. Jetzt müssen wir immer noch nicht wieder Griff von hinten gehen. Jetzt nochmal oder wieder haben. Leichter. Nee.
Langsam wird's. Langsam wird's. Ah. Der scheiß Drache jetzt noch draußen sitzt oder ob das wieder kommt. Aber wie ich das Spiel kenne, sitzt er natürlich nach. Klar. Okay, Sprache, Drache gehört nicht. Darf ich wieder. Oi. Bei den Seelen. Ah, Gott. Leider haben wir getroffen, okay. Rein. Au! Ich hasse die Typen mit dem Schild, ey. Na klar. Natürlich. Okay, ja gut. So gehen wir jetzt einfach, aber es funktioniert leider nicht immer. Der Ritter dann, da geht's in irgendeine Tür rein. Da oben sitzt ein Drache, okay, das ist typisch Dark Souls. Das muss man zu schießen. Hinter der Tür war das doch. Ein Haufen Items rum, aber. Was war das? Natürlich! So, hier drin, dann trifft er mich an. Okay, dann. Müssen wir scheinbar dort oben weiter, wo der Ritter ist, weil. Ich weiß ja nicht mal. Ausrüstung. Probieren wir mal kurz. Ja. Pfeile.
Das hat er bestimmt bloß gekürzt. Was macht der? Fickt sich. Das ist der richtige Weg. Sauer. Hm. Ich setze eins, muss man den ja immer in die Schwänze abschießen. Tja. Na, 5. Macht eigentlich, wenn ich hier drauf schieße. Er regelt sich. Da lebt auch noch, ja. Ja, da kommt einfach alle. Okay, vielleicht kann ich mir so grüßen. Ja. Jawohl. Jawohl. Schön. Sogar geschafft. Ja, nice. Sehr, sehr nice. Ich möchte jetzt erst die Flamme rauslocken und dann. Ja, wissen wir ja noch, dass ja noch einer war. Also mal ins Haus, wenn ich mich schade. Was ist da? Da ist eine Tür. Ja, wäre ein Wunder gewesen. Da hinten ist ein Item. Thank you.
Sucht rechts und dann lasst erscheinen Leuchtfeuer. Okay, da ist irgendwas. Ja, geht's nach unten. Da ist ein Balken, wo man auflaufen kann. Drei Brandbomben. Ah, schön. Wir gehen nochmal auf. Da wirft irgendjemand was auf mich. Aha. Fast runtergefallen, weil ich nicht aufgepasst habe. Leuchtfeuer voraus steht hier. Leuchtfeuer voraus. Dann wollen wir der... Tatsächlich. Da ist ein Leuchtfeuer oder drüben ist der Drache. Gott sei Dank, ey. Und in diesem Leuchtfeuer machen wir dann den Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.